Als nächstes erteile ich Kai Boxberg von der Fraktion der Piraten das Wort. Das Runterfallen der Ente sollte symbolisieren, wie unser Sozialsystem am Abgrund steht, für die, die es nicht begriffen haben. Entschuldigung. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucher im Stream und auf der Tribüne. Ich möchte Sie kurz mitnehmen in unsere Zukunft. Wie man es auch schon sieht, am Fließband, die Automaten regeln die Arbeit. Kontrolliert werden das von Hochleistungsrechenzentren. Menschen sind eigentlich kaum noch nötig, es sei denn, der Algorithmus hat wieder mal einen minimalen Fehler. Das wird in wenigen Jahren aber nicht mehr der Fall sein. Menschen werden kaum noch arbeiten müssen, weil die meisten Produktionen von Robotern übernommen werden. Die Menschen erhalten ihr Gehalt durch ein BGE. Die Lebensqualität ist hoch, weil jeder das machen kann, wo ihm müßig ist und er unter keinem Zwang unterlegt. Schauen wir uns die Wirklichkeit an. Wie mein Kollege von den Grünen bereits gesagt hat, eine Vollbeschäftigung ist nicht mehr realisierbar. Aber warum auch? Warum muss jeder von uns eine 40-Stunden-Woche an, wenn es reicht, wenn jeder 20 Stunden die Woche arbeitet? Warum müssen wir uns zu Tode arbeiten, frage ich Sie. Warum führen wir immer mehr prekäre Arbeitsverhältnisse ein? Warum zwingen wir die Firmen, 2 Halbtagsstellen einzurichten, wenn eine Vollzeitstelle das tun kann? Warum gibt es sowas wie 440 Euro Basis? Meine Damen und Herren, das ist nicht die Zukunft unseres Wirtschaftssystems, die ich und meine Fraktion uns wünschen. Wie bereits gesagt, die fehlende Vollbeschäftigung ist nicht gleich schlecht. Sie führt zum Teil zu einer Steigerung der Lebensqualität. Und Lebensqualität wäre ein Standortvorteil, liebe FDP, denn diesen Begriff muss ich euch sicherlich nicht erklären. Wir hätten glückliche Bürger und das ist doch mal unsere erste Aufgabe hier. Wir hätten höhere Produktivität, dadurch steigen die Steuereinnahmen, muss ich euch bestimmt auch nicht erklären. Kreativität kann steigen, die freie Entfaltung der Persönlichkeit, übrigens Artikel 2 Grundgesetz, wenn die Grünen Artikel 1, mir den Artikel 1 wegnehmen. Wir können das Ehrenamt steigern und es führt zu mehr politischem Interesse, weil die Menschen Zeit haben. Erklären Sie doch mal bitte der alleinerziehenden Mutter, die arbeiten muss, sich um ihre Kinder kümmern muss, wann sie soll sie sich noch mit Politik beschäftigen. Das werden wir später noch ausführen am Beispiel der Schüler. Und wir hätten mehr Sozialverhalten, weil es keinen Neid gibt. Und liebe CDU, wenn ihr mit einer Neiddebatte kommt, was ihr anreizt, ist eine Geizdebatte, was nach euren eigenen Richtlinien der christlichen Werte übrigens genauso eine Todsünde ist. Ich habe Ihnen mal was mitgebracht. Das ist jetzt so ein Standard-Aktenordner. Was schätzen Sie, wie viele Aktenordner hat da ein Hartz-IV-Empfänger? Sind so circa 5 bis 20 Aktenordner. Die müssen gelagert werden, das braucht Platz, das kostet Geld. Das würde wegfallen. Wir hätten, das Hartz-IV-Apparat fällt weg, die Menschen fallen weg. Und vielleicht brauchen wir minimal eine Finanztransaktionssteuer, wobei dies bin ich auch nicht abgeneigt. Ich möchte Erich Fromm zitieren, übrigens Christdemokrat. Das garantierte Einkommen würde nicht nur dem Schlagwort Freiheit Wirklichkeit machen, es würde ein tief in der religiösen und humanistischen Tradition verwurzeltes Prinzip bestätigen, dass der Mensch unter allen Umständen das Recht hat zu leben. Er führt fort, das Recht auf Leben, Nahrung, Unterkunft, Bildung und so weiter ist ein dem Mensch angeborenes Recht, das unter keinen Umständen angegriffen werden darf, nicht einmal im Hinblick darauf, ob der Betroffene einen Nutzen für die Gesellschaft hat. Das unterstützt meine Fraktion vehement. Ich möchte sein Zitat leicht ausweiten. Ich habe neulich eine Reportage gesehen, da wurde gesagt, es ist viele Kinder von Nicht-Akademikern trauen sich nicht zu studieren, weil sie Angst um die Finanzierung haben. Mit einem BGE würde diese Hürde wegfallen und wir hätten viele junge, motivierte, geistige, praktisch denkende Köpfe, die dem Ingenieurswesenstandort Deutschland zur Verfügung ständen. Der vorliegende Antrag ist nicht perfekt, das gebe ich gerne zu. Nur ganz ehrlich, dass da kein Geld drin steht. Kommen Sie, Sie kriegen es auch noch drüber. Dass da kein Betrag drin steht, ist gar nicht möglich, weil die Lebenshaltungskosten können Sie nicht von Köln mit Wegberg vergleichen. Das sind unterschiedliche Kosten. Wir können keinen Pauschalbetrag festlegen, weil die Lebenshaltungskosten unterschiedlich sind. Und daran muss sich das BGE messen, was kostet das Leben überhaupt. Man kann da keinen Betrag festlegen.
Wir hätten es ganz gerne, ich komme zum Schluss, Herr Präsident, wir hätten vielleicht noch ganz gerne, wenn der Antrag einen Modellversuch in NRW fordert, dieser eine Satz, das haben wir untereinander schon interfraktionell der geklärt. Der Abgeordnete müsste irgendwann mal zum Ende kommen. Ich komme, mein letzter Satz. Da ist ein Satz drin, der ist recht unglücklich formuliert, aber ich hoffe, dass der entsprechende Ausschuss den Reden lauschen wird und dementsprechend die Ausgestaltung unternehmen wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich, Sie jetzt annehmen zu können.